stellte Gott Abraham auf die Probe. Er sagte zu ihm: Abraham. Der antwortete: Hier bin ich. Gott sagte: Nimm deinen einzigen, deinen geliebten Sohn Isaak und geh mit ihm in das Land Moria. Bring ihn dort als Brandopfer dar auf einem Berg, den ich dir nennen werde. Am nächsten Morgen stand Abraham früh auf und sattelte seinen Esel. Er nahm zwei seiner Knechte und seinen Sohn Isaak mit und hackte Holz für das Brandopfer. Dann brach er auf und ging zu dem Ort, den Gott ihm genannt hatte. Am dritten Tag sah Abraham den Berg in der Ferne. Da sagte er zu seinen Knechten: Bleibt mit den Eseln hier. Der Junge und ich, wir gehen dort hinauf, um zu beten. Dann kommen wir zu euch zurück. Abraham nahm das Holz für das Brandopfer und lud es seinem Sohn Isaak auf. Er selbst nahm das Feuer und das Messer in die Hand. So gingen die beiden gemeinsam weiter. Isaak sagte zu Abraham, seinem Vater: Mein Vater. Der erwiderte: Ja, mein Sohn. Isaak fragte: Hier sind Feuer und Holz. Aber wo ist das Lamm für das Brandopfer? Abraham antwortete: Gott erwählt sich das Opferlamm aus, mein Sohn. So gingen die beiden gemeinsam weiter. Sie kamen an den Ort, den Gott ihm genannt hatte. Dort baute Abraham ein Altar und schichtete das Holz darauf. Dann fesselte er seinen Sohn Isaak und legte ihn auf den Altar, oben auf das Holz. Abraham streckte seine Hand aus und ergriff das Messer, um seinen Sohn als Opfer darzubringen. Da rief ein Engel des Herrn vom Himmel her: Abraham, Abraham! Der antwortete: Hier bin ich. Der Engel sagte: Streck deine Hand nicht nach dem Jungen aus und tu ihm nichts an. Jetzt weiß ich, dass du wirklich Ehrfurcht vor Gott hast. Deinen einzigen Sohn hast du mir nicht vorenthalten. Als Abraham aufsah, erblickte er einen Widder hinter sich. Der hatte sich mit seinen Hörnern im Gestrüpp verfangen. Abraham ging hin, ergriff den Widder und brachte ihn anstelle seines Sohnes als Brandopfer dar. Abraham nannte diesen Ort: Der Herr sieht. Deshalb sagt man noch heute: Auf dem Berg, wo der Herr sich sehen lässt. Der Engel des Herrn rief ein zweites Mal vom Himmel: Herr Abraham, zu. Das habe ich bei mir selbst geschworen. Du hast mir deinen einzigen Sohn nicht vorenthalten. Weil du das getan hast, will ich dich über alle Maßen segnen. Ich lasse deine Nachkommen so zahlreich werden wie die Sterne am Himmel und die Sandkörner am Meeresstrand. Sie werden die Festung ihrer Feinde erobern, weil du auf mich gehört hast, werden alle Völker der Erde durch deine Nachkommen Segen empfangen. Daraufhin kehrte Abraham zu seinen Knechten zurück. Sie brachen auf und gingen gemeinsam nach Beersheba. Abraham wohnte dort. Vielen Dank, Annette. Ein herausfordernder Text und sicherlich nicht der Text, von dem ich mir gewünscht habe, dass man mich sonntags morgens kontaktiert und sagt: Ich bin krank. Herzliche Genesungswünsche an Hans Markus an der Stelle. Aber lasst uns eintauchen in das Leben von Abraham, sicherlich in seine herausforderndste und kritischste Situation, aber wahrscheinlich auch in die bekannteste Geschichte, die uns von ihm überliefert ist. Was wir gerade gelesen bzw. von Annette vorgelesen bekommen haben, verstört uns und lässt uns nicht kalt. Und lässt mich fragen, lässt uns fragen: Wer ist dieser Gott? Und wer ist dieser Abraham? Und überraschenderweise habe ich uns drei Gedanken dazu mitgebracht. Ein erster Gedanke: Was für eine Herausforderung, was für ein Auftrag. Abraham war ja schon eine Weile mit Gott unterwegs und unterwegs im wahrsten Sinne, denn er hatte ja schon einen ersten Auftrag bekommen, der ihn auch viel gekostet hat, wo er viel hinter sich lassen musste. Einen ersten Auftrag, wo er seine Heimat verlassen sollte, seine Familie, seinen Status aufgeben. Und jetzt ein neuer Auftrag,
der ihn noch mehr kosten sollte, seinen Sohn. Wieder ein Geh, wieder ein Verlass, das dir vertraut ist. Und Abrahams Antwort ist, hier bin ich. Und dieses hier bin ich, sagt er ja erst, bevor er weiß, worum es geht. Aber was mich fasziniert ist, er nimmt es nicht zurück. Nachdem er weiß, worum es geht, nimmt er es nicht zurück. Genauso wenig, wie Gott das zurücknimmt, was er zugesagt und versprochen hat. Hier bin ich ist ein Wort der Hingabe. Vielleicht auch ein, hier bin ich dir zu Diensten. Hier bin ich das zu tun, was du von mir willst. Und dieses hier bin ich bedeutete für Abraham einen Scherbenhaufen. Was soll das denn jetzt? Alles aufgeben? Du hast mir doch so viel versprochen und auch für den Sohn, für meinen Sohn, solch eine Zukunft parat, vorhergesagt. Stammvater eines großen Volkes, wie soll das denn gehen mit sowas? Ein maximaler Widerspruch. Zuerst Gottes Zusage, Gottes Verheißung und jetzt das. Aber war es wirklich Gottes Intention, Gottes Gedanke, dass Isaak geopfert wird? Und wir als Leser haben natürlich einen großen Vorteil. Wir bekommen die Antwort darauf direkt im ersten Vers. Nein, es war niemals Gottes Wille, dass Abraham Isaak opfert. Wenn wir den ersten Vers genau anschauen, dann sehen wir, dass hier schon direkt in der Einleitung der Geschichte steht, dass es eine Probe ist. Da wird die Spannung eigentlich so ein bisschen vorausgenommen, aber vielleicht liest ihr Bibel so wie ich. Ne? Manchmal überliest man Dinge, dass man die Spannung dann sozusagen doch die ganze Zeit mitfiebert. Im ersten Vers heißt es, einige Zeit später stellte Gott Abraham auf die Probe. Es geht also nicht wirklich um die Absicht, Isaak zu opfern, sondern um einen Test, um eine Probe. So ist dieser erste Gedanke, was für ein Auftrag, was für eine Probe Gott stellt auf die Probe. Ein zweiter Gedanke. Wir sehen hier einen gehorsamen und einen vertrauensvollen Abraham trotz allem. Und dieses trotz allem ist für mich so ein bisschen in zwei Begegnungen, die wir in diesem Text drin haben, zu sehen. Wenn Abraham mit den Knechten spricht, sagt er, bleibt hier mit den Eseln, der Junge und ich, wir gehen dort hinauf, um zu beten. Dann kommen wir zu euch zurück. Ist das dein erstes Zeichen der Hoffnung? Wenn Abraham mit Isaak spricht, sagt er, also Isaak sagt, mein Vater, und da erwiderte Abraham, ja, mein Sohn. Isaak fragt daraufhin, hier sind Feuer und Holz, aber wo ist das Lamm für das Brandopfer? Ich finde ja eine sehr berechtigte Frage und dass die erst zu dem Zeitpunkt kommt, ist auch schon relativ bald spät. Abraham antwortet, Gott wählt sich das Opfer Lamm aus, mein Sohn. Lesen wir hier, wie Abraham sich in seinem Herzen vielleicht doch die Möglichkeit aufrecht hält, dass Gott doch eingreift, dass Gott in dieser Ausweglosigkeit doch noch einen Weg öffnen kann? Wir wissen nicht genau, ob es Wunschdenken ist oder Hoffnung, die in Abraham lebt. Dass Gott doch zum Ziel kommt. Und gleichzeitig sind diese Worte, die Abraham hier wählt, ja auch prophetisch. Weisen über das, was Abraham erlebt, über seine Wirklichkeit hinaus, in eine andere Welt, in unsere Welt. In unsere Passions- und Osterrealität. Gott wählt sich das Opferlamm aus, mein Sohn. So der dritte Gedanke. Gottes Eingreifen oder das Wunder des Lammes. Auf dem Berg baut Abraham einen Altar. Das Holz, das Isaak getragen hat, woraus man übrigens schließen kann, dass er gar nicht mehr so klein war, wird draufgelegt. Isaak ebenfalls. Und wir lesen, Abraham streckte seine Hand aus und ergriff das Messer, um seinen Sohn als Opfer darzubringen. Da rief ein Engel des Herrn vom Himmel her, Abraham, Abraham. Der antwortete, hier bin ich. Wieder das hier bin ich. Hier bin ich dir zu Diensten. In dieser dramatischsten Situation, beim Lesen hält man ja förmlich den Atem an. Die Erzählung ist so dicht, kommt es zu diesem doppelten
Abraham, Abraham, dieser ganz persönlichen Ansprache. Gott ist da und Gott greift ein. Gott sieht und Gott versorgt. Das Wunder des Widders oder das Wunder des Lamms. Unser Weg ist nicht der Weg Abrahams, auch nicht der von Petrus, von dem wir in der letzten Woche gehört haben. Und doch geht Gott mit jedem von uns einen ganz individuellen Weg. In dieser Passionszeit sind wir gemeinsam auf dem Weg zum Kreuz und auch hier sind wir herausgefordert an den ganz unterschiedlichsten Stellen. Anders als Abraham und anders als Petrus. Aber auch unser Glaube wird hinterfragt. Wir werden geprüft. Seien es persönliche Verluste, schwierige Familiensituationen. Gott ist da. Und wenn ich die Geschichte von Abraham lese, da bin ich dankbar, dass ich sie in der Nachauferstehungsperspektive lesen kann. Mit der Hoffnung im Herzen. Das mindert nicht die Krasse, ist glaube ich kein Wort, also die Krassheit oder die Dramatik, aber es ordnet es anders zu. Lässt mich sehen, wie das Erleben von Abraham hinweist auf ein Ereignis, was einige hundert Jahre später stattfand. Dort gab es auch einen Mann, der das Holz zu seiner Opferung trug. Auch er wurde gefesselt und unterwarf sich dem Willen seines Vaters. Die innere Zerrissenheit, die ich bei Abraham nachempfinden kann, lassen mich den Schmerz des Vaters vielleicht ein bisschen nachempfinden. Der Sohn entzog sich nicht, sondern war gehorsam und ging in Treue und Ergebenheit diesen Weg. Nicht auf einen Altar, sondern an ein Holzkreuz. Jesus Christus, das Lamm Gottes. In Johannes 3 lesen wir, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie gab. Jeder, der an ihn glaubt, soll nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Er, der Vater, hat seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben. Für dich, für mich, zur Vergebung unserer Schuld. Er ist nicht im Tod geblieben, sondern auferstanden, aufgefahren und sitzt zur Rechten Gottes. Es ist der Gott, der uns sieht, der mit uns unterwegs sein möchte, der uns auffordert, unser Leben mit ihm, durch ihn, mit seiner Hilfe zu gestalten. Gott sieht dich, sieht mich, sieht uns. Was für ein Gott, frage ich da am Ende, der uns sieht, der uns liebt und der alles für uns gab. Amen. Lasst uns noch einen Augenblick innehalten und diese Gedanken vielleicht nochmal nachklingen lassen und das kommende Musikstück, das uns Richard Göbel zuspielen wird, nutzen, um mit Gott ins Gespräch zu kommen.